Das sieht aus wie eine Fliege. Wenn du Vertrauensprobleme hast, wir können dir helfen. Der sieht aus wie ein Hund. Ja, ich weiß jetzt nicht, was da gerade abgeht. Das Bullybag, das gibt es, glaube ich, nur dazu, wenn man das Spiel kauft. Ich glaube, so war das. Dann kaufe ich mir 30 Mal das Spiel. Nur für dieses Bullybag? Jo. Ganz ehrlich, das sieht aus wie eine Fliege. Ich habe gar nichts gemacht. Das sieht aus wie eine Fliege. Gar nichts. Das sieht einfach nicht gut aus. Nein, kaufe ich mir nicht. Der sieht aus wie ein Hund. Ich sehe echt keinen Unterschied. Wie du immer diese Vergleiche findest. Kann mir keiner was erzählen. Also, das sieht für mich wirklich aus wie ein Hund. Aber ist eigentlich cool. Bullybag mit zwei Skeletten und... What? Wow. Dieses Bullybag finde ich richtig cool. Hier zwei Skelette drin, noch so eine Minifigur und noch so ein paar Unterwasserteile. Gold. Aber das ist ja richtig viel. Also bei Lego so könnte ich mir das vorstellen, dass sie wirklich das so als 10 Euro machen würden. Ja, aber sowas als 4 Euro Bullybag? Auf jeden Fall echt tolles Bullybag. Werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Ich streame heute mit Webwax. Hallo. Und... Hallo. Hi, bin der Webwax. Ich muss mich entschuldigen. Ich komme aus Österreich. Ich habe einen Dialekt, leider. Ich glaube, dass Brickboy... Ja, ich weiß jetzt nicht, was da gerade abgeht. Ich glaube, Brickboy ist nicht mehr da, oder? Hört sich nicht so an. Wir haben leider gerade technische Probleme. Ich versuche. Und da ist er wieder. Hallo. Oh Gott. Hallo. Ja, auf jeden Fall, ich bin jetzt wieder da. Und ja, damit war es das für den heutigen Livestream. Ciao. Ganz ein ruhiger Stream heute hier. In alter Frische wieder melden wir uns im neuen Jahr. Nur über einen Monat zu spät. Wir sagen jetzt, wir haben eine Winterpause gemacht. Gutes neues Jahr, auch wenn es einen Monat zu spät ist. Und ja, schönen 4. Februar, meine Damen und Herren. Ich habe hier gerade das falsche Teil eingebaut. Perfekt. Und ich habe mich auch verbaut. Das Messer hier ist jetzt das Teiletrenner. Oh, der... ganz ruhig, ganz ruhig. Wenn du Vertrauensprobleme hast, wir können dir helfen. So. Wahrscheinlich bekommst du jetzt direkt so ein YouTube-Bann, weil du so mit Messer angehst. Dann haben wir hier den Zauberkoffer, haben wir ja schon angeguckt. Für 60 Euro ist das eine richtig heftige Ansage. Aber hier haben wir eigentlich recht coole Minifiguren und so. Ja. Ich kenne nur McGonagall, Gryffindor, glaube ich, ja. Gryffindor? Oder? Ja. Harry Potter? Gryffindor? Ja. Hermine Granger? Gryffindor? Ja. Die mit den lilanen Haaren vorne kenne ich nicht. Das müsste... Hufflepuff? Ja, blau ist Hufflepuff. Nee, blau ist Ravenclaw. Ravenclaw, genau. Gelb ist Hufflepuff. Genau. Und hinten grün, das ist Slytherin. Genau. Okay. Das ist doch das Podracer-Rennen, oder? Ja, hier ist das Podracer-Rennen. Rennen. Rennen. Rennen ist auf jeden Fall Englisch. Dann hier die Taucherjacht, die habe ich. Glaube, die kann sogar schwimmen. Ja, dann probieren wir das Ganze mal aus. Hier haben wir das Schiff. Hier haben wir Wasser. Und dann probieren wir das Ganze einmal aus. Also, ich denke, soweit reicht es und dann probieren wir das mal aus. Naja, es schwimmt so halbwegs, also es verdrängt auf jeden Fall Wasser. Ach, Scheiße, jetzt ist dieses Boot nass. Hier haben wir auf jeden Fall noch so ein Handtuch. Alter, da sind auch Wassertropfen in den letzten Ecken. Dieser eine blaue Stein in den roten. So, alles wieder in Ordnung. Entwarnung. Alles gut, Leben ist wieder in Ordnung. Das Lego-Leben ist wieder in Ordnung, ja. Genau.
Was würdest du jetzt denn da so als cool ein... Alles, was nicht Polizei und Feuerwehr ist. Dann können wir City gleich abschließen. Da ist auch dieses neue Eichhörnchen-Teil drin. Ja, in Grau, stimmt, ja. 11, 12 und wenn wir das Baby mitzählen, haben wir 13 Minifiguren. Und ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen, das ist super. Ich glaube, in der Stadt gibt es bald ein Eichhörnchen-Problem. Und mit diesem Satz beenden wir auch das Video. Hier links und rechts kommt ihr zu unseren YouTube-Kanälen und ein paar coolen Videos von uns. Schaut euch die gerne an. Ansonsten würde ich sagen, damit war's das für das heutige Video. Ciao.